Hi und willkommen zum achten Spieltag, nein, achten Teambuildings-Video. Wobei es auch der achte Spieltag, aber zum achten Teambuildings-Video gegen Kai mit seinem Inferno Overdrive. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen schmatzen soll, ich habe ein paar Gummibärchen im Mund. Also verzeiht mir das und ich mag Gummibärchen essen, okay? Naja, nichtsdestotrotz. Seht ihr natürlich wieder mein Team. Ich kann auch gerne wieder drüber zu seinem Team gehen. Denn es gibt ein Problem. Ich kann alle Mons handeln. An sich. Bis auf Kyurem Black. Ja, Kyurem Black ist echt das einzige Pokémon, womit ich überhaupt nicht klarkomme. Denn scheißegal, wie ich oder was ich drum baue. Kyurem geht trotzdem durch. Spiele ich komplett physisch, defensive Skarmory. Könnte ich rein theoretisch sein. Kreuzdonner. Ansatzweise gut leben. Ansatzweise. Es wäre, glaube ich, knapp nicht ein Two-Hit oder so. Also ich müsste eigentlich, wäre eigentlich gezwungen, Kerzerbeere oder die Überreste zu spielen. Oder Zitrusbeere, also die Zitrusbeere. Wobei die letztere ist halt vom längeren Matchup her nichts bringen würde. Genauso wie die Kerzerbeere, die würde halt auch nur einmalig wirken. Dann könnte ich vielleicht sowas wie Konter drücken halt. Aber er wird halt nicht Konter drücken, weil genau die. Also ich werde halt nicht. Also er wird in dem Moment halt nicht Kreuz, sondern drücken, weil in dem Moment er mit sowas wie Scarf, Eisstrahl oder mit. Hoppala. Oder mit. Specs Eisstrahl mich komplett aus dem Leben nehmen könnte. Ja. Und da ich ja trotzdem gegen beide Sets gewappnet sein muss, da du Kyurem Black einfach nur hauptsächlich, also kannst es komplett speziell offensiv spielen, ja. Dem juckt der Angriff, auch wenn er Minusangriffswesen meistens hat, wenn du jetzt Kreuzdonner spielst oder sowas, juckt dem halt nicht, der macht trotzdem seinen Schaden. Ist es halt dumm, weil erstens, er überbrückt meine Sturdy, sprich, er kann mich einfach so oder so one-shotten, rein theoretisch. Und, ist das halt noch vom Nachteil da, wenn er komplett speziell offensiv spielt und ich halt physisch defensiv bin, böllert er mich komplett durch. Spiele ich speziell defensiv, böllert er mich halt physisch durch. Also deswegen muss ich irgendwie abwägen, dass ich halt den so mixed halte, dass ich im schlimmsten Fall erkalken muss, was er für ein Set spielt. Und je nachdem kann ich dann daran auch abwägen. Zusätzlich müssen wir auch Panzer Aeron zur Not gegen Donphan reinwerfen. Fulipova, falls er das mitbringt, reinwerfen. Xerox reinwerfen. Weil in Xerox haben wir auch nicht viele Switch-Ins. Deswegen müssen wir Panzer Aeron auch in Xerox reinwerfen. Und Felinara. Da müssen wir das auch einwerfen, weil wir haben halt einen Stahltypus und er hat höchstens eine HP Fire oder Spukball. Wenn er das überhaupt spielt, heißt das. Ansonsten macht er mit Schallwelle eigentlich okayen Schaden. Wenn wir physisch defensiv sind. Aus dem Grund. Ansonsten machen die anderen halt eher weniger. Außer wenn er jetzt sowas spielt, so vielleicht so ein Specs Xerox spielt mit in Power Fire oder so, die lustigerweise durch Techniker geboostet wird. Ist das ein bisschen abwägend? Also, da müssen wir halt gucken. Problemon ist halt, wie gesagt, Kyurem. Und vielleicht im Late Game Band Xerox, aber mehr auch nicht, weil Meditalis können wir handeln, weil wir haben erstens gegen Thais, gegen einem Live-Orb Meditalis gut mithalten können. Und da hat Somnivora auch am Ende, okay, gut, der Kampf war hexlastig, aber trotzdem, es war ja das 1v1 da und. Und genau das wollte ich halt auch so haben. Deswegen kann ich euch schon verraten, dass wir auch Somnivora diesmal wieder bei haben. Wahrscheinlich auch wie Skarmory. Ich glaube, Skarmory hat mir bis jetzt immer jeden Spieltag dabei. Trotzdem oder trotz dessen denke ich, dass Somnivora den Job gut machen wird im 1v1 gegen Mega Meditalis. Wir müssen halt nur gucken, weil da Mega Meditalis 100 Speed hat und dadurch halt 20 Punkte schneller ist als
Das normale Meditales müssen wir halt gucken, weil wir haben halt nur langsam im Mons und das ist halt ein bisschen doof. Aber je nach Set, was er spielt, können wir dann Meditales auch wirklich gut rausnehmen. Weil wir haben Mon, was ihn wirklich sehr stark pressured. Und erst recht auch mit einem bestimmten Item tatsächlich, weil sein Team ist wirklich relativ langsam, wenn man das so sieht. Er hat halt zwar Greninja mit 121 Speed, glaube ich, oder 122. Aber danach kommt wirklich nur noch Grill Cheetah mit 101. Also er hat da wirklich eine große Speedlücke tatsächlich. Und ich denke nicht, dass er Grill Cheetah gegen mich mitnehmen wird. Weil ich habe halt relativ okay Antworten dagegen. Und er hat zwar so einen Strauchler so, um meinen Totox vielleicht zu treffen oder so. Aber ich habe Antworten dagegen. Und ja, und danach wären halt 100 Speed und 95 mit Fully Poba, also 100 mit Meditalis und 95 mit Fully Poba und Dings. Wie heißt er denn? Kyurem. Aber dann hat er da noch 3. Also seine Speed hier unter 100 oder ab 101 ist ein bisschen dichter zwischen 90 und 101, wie gesagt. Aber dann hat er wieder eine größere Lücke. Weil ich glaube, der hat kein Base 70er Speedmon, das weiß ich jetzt nicht so genau. Vielleicht Landhunder Barben, ja, aber auch nicht. Ah, ein ziemlich komisches Speed hier auf jeden Fall. Die können wir nutzen tatsächlich. Deswegen zeige ich euch jetzt mein Team. Und zwar fangen wir hier mit Sonnivora an tatsächlich. Hatte ich ja auch angekündigt. Und mit den, also ist ausgelegt tatsächlich auch speziell defensiv, weil wir müssen auch Hits nehmen von einem potenziellen Specs Velinara, da das uns auch ziemlich gefährlich werden kann, meiner Meinung nach. Und haben wir diesmal, weil wir Zapplerang nicht bei haben, auf dem Mount Baden Pass, sodass wir eine Slow Switch Advantage kriegen. Weil es ist wichtig für uns, genauso wie die Donnerwelle, die auch wichtig für uns sein muss, weil wir müssen ein paar Pokémon paaren, sodass wir gegen seinen Kader gut gewinnen können. Das einzige Mal, was halt in die Paare halt reinkommt, sind halt Donphan und Lantern, und den beiden jucken, also auf den beiden halt die Paare zu haben, juckt mich halt eher weniger, weil die eh langsamer sind als das eine bestimmte Pokémon. Und generell langsamer sind als Nidoking und so weiter. Und ich sie halt so oder so beide gut rausnehmen kann. So, ne? Also, ansonsten habe ich halt hier Spukball, um halt Meditalis gut zu treffen. Und halt Moonlight, um mich hochzuheilen. Ansonsten ist es halt so ausgelegt, dass ich halt den halt Jump Kick überlebe. Ohne Tarnstelle natürlich. Also ohne, wenn ich in Tarnstelle reinkomme, würde ich wahrscheinlich kein Tuit. Würde ich ein Tuit sein. Aber wahrscheinlich auch nur ganz knapp. Und er auch Adamant ist, denke ich mal. Ansonsten lebe ich halt den High Jump Kick sehr gut. Und deswegen spiele ich halt das so. Ja. Also ist eigentlich leicht erklärt. So. Kommen wir zu Togekiss. Das ist an sich das erste Mon, worauf sich die Paare eigentlich. Hoppa. Hab da Werbung gesehen, ist ja scheißegal. Die mach ich sonst immer weg. Worauf ich eigentlich mit der Para bauen will. Denn Paraflinch ist halt ein bisschen eklig, gebe ich zu. Aber wenn es sich anbietet, erst recht bei seinem Kader, hoppala, kann ich das wirklich machen. Denn er hat halt wirklich keine. Also sein einziges Resistance in Airslash ist halt Landhorn. Und ansonsten hat er halt wirklich nichts. Ich glaube, er hat nicht mal ein Stahl-Pokémon. Okay, gut, hat er Cherox, aber der wird halt von Flammenwurf und von Erstisch halt auch ziemlich gut getroffen. Deswegen seine einzige Switchin ist halt Lantern in Togekiss und da werden wir so oder so nicht drin bleiben. Deswegen würden wir. Spiele ich ja auch Modest Life Orb, weil ich muss. Er wird nur schneller als ein bestimmtes Pokémon sein, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das war auf Base 60. Base 60 auf Full Speed, glaube ich. Und ja. Deswegen auch dieses Set.
Roost, um halt wieder hochzuheilen, und ansonsten passt das eigentlich. Wir müssen halt, wie gesagt, auf Band Sherox aufpassen, bald mit Togekiss, aber in einem Switch-Out böllern wir halt einfach Flammenwurf rein und das Ding ist halt tot. Ne? Also, kannst halt nichts sagen. Einzige Problem ist halt, wie gesagt, Skafkio nimmt uns halt hops, aber dann müssen wir halt hoffen, dass er vielleicht nicht spielt. Und, ja. So, kommen wir nun zu Skarmory. Ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich sowas wie Leftovers spielen sollte oder sowas. Kann ich tatsächlich nicht, weil, wie gesagt, ich brauche Skarmory auch für Sherox, weil Sherox ist halt relativ bulky, obwohl es halt schlechtere Werte hat als Mega-Variante. Trotzdem tankt er halt ein bisschen was und kann halt im Gegensatz zu auch noch gut Schaden rausdrücken. Daher müssen wir halt Rocky Helmet spielen, weil wir wollen, auch wenn er Kehrtwende drückt in dem Falle, ihn ein bisschen Schaden machen mit Rocky Helmet. Weil ich kann es mir halt nicht erlauben, dass er halt free auf meinen Togekiss U-Turn zum Beispiel, da wird er eh Bullet Punch drücken. Ich kann es mir nicht erlauben, auf mein Somnivore halt, dass er da Kehrtwende drückt, weil der wird halt sehr guten Schaden machen. Das ist halt logisch. Genauso würde ich halt ungern auf mein Pandagro, das seht ihr ja, das habe ich auch bei, oder mein Bisaflor, genauso wie mein Taurus halt, die Catman halt fressen. Weil, ich brauche halt die Monster bei sehr guter KP und deswegen wäre es mir lieber, dass ich die ganze Bürde Panzer Aeron schenke, im Gegensatz zu aufgeteilt zu meinen ganzen Pokémon. Ja, ist das doof für meinen guten Stahlvogel, aber was soll ich machen? Ja, weil, ja, er macht seine Sachen gut und das reicht. Und wenn er seine Sachen auch wirklich gut macht, dann im Endeffekt, dann bin ich zufrieden, ne? Wie gesagt, ich bin halt bloß nicht zufrieden mit dem EV-Split. Ich bin ehrlich, ich hab den auch pauschal gemacht. Weil ich so oder so Kyurem nicht handeln kann mit einer Variante. Weil, wenn ich speziell bin, hat er vielleicht ein naives Wesen oder freches Wesen. Quatsch, nicht frech, hastig. Und spielt Kreuzdonner. Wie gesagt, gibt es ja alles. Und deswegen habe ich viel lieber mehr auf der physischen Seite investiert, weil er ja 170 Angriff hat und 120 Spezialangriff. Ja, Kyurem Black und Kyurem White haben halt in den anderen Angriffswerten halt 10 weniger als das normale Kyurem so. Und daher sind sie ja rein theoretisch ein bisschen schwächer auf ihrem Eisstrahl, bis auf Kyurem White. Der hat halt 170, aber Kyurem Black zumindest ist halt ein bisschen schwächer als das normale Kyurem. Und ja. Daher habe ich halt das so investiert. Attacken komplett Standard. Die spielen zwar trotzdem sturdy, aber für die anderen Mons halt, ne? Ansonsten, ja, Terra Bolt ist halt die Überbrückung. Sprich, wenn er uns one-shottet, dann sind wir halt auch tot. So, im Gegensatz zu Bisaflor, genauso doof getroffen wird von Kyurem, weil wenn er sowas wie Energiekraut Freeze Shock spielt, also die Signature-Attacke, glaube ich, heißt es. Ich weiß nicht wie. Frostvolt drückt. Legenden besagen, dass es ein Mega-Bisaflor one-shottet. Und ich habe das selber schon gesehen, beziehungsweise selber schon getan. Damals in Gen 7 hat man das öfter schon gespielt mit Energiekraut. Frostvolt hast du dann so ein Mega-Bisaflor einfach hops genommen, weil Speckschicht halt da nicht mehr funktioniert. Und durch halt, wie gesagt, der Fähigkeit. Und deswegen ist Kyurem mit und auch ein Problem für uns, da wir halt keinen richtigen Switchen dagegen haben. Nur das ist halt negativ für uns, aber wir müssen halt gucken, wie wir das halt machen. Wir haben ja hier die Leech Seeds drauf, die auch rein theoretisch ein bisschen Skarmory supporten können, falls er drinne bleibt. In dem Falle. Aber ansonsten müssen wir sie erstmal rausbekommen und ja, auch generell erstmal auf Kyurem rausbekommen und dann wird sich das einigermaßen irgendwie
Rentier meiner Meinung nach. Ja, ansonsten treffen wir okay sehr viel. Na, Xerox nimmt jetzt uns Hops, weil wir können nichts gegen Xerox machen. Ich hätte auch liebst noch einen fünften Move, so mit HP Fire, so als letzten Slot, als fünften. Also, ich merke langsam, ja, Venusaur Mega ist halt ähnlich wie Nachtara. Du willst da gerne 5 Attacken drauf spielen. Bleibt mir halt nichts anderes übrig. Naja. Kommen wir jetzt nun zu meinem ersten sonderbaren Mon. Und zwar, ich hätte es glaube ich schon früher machen sollen. Und zwar Choice Scarf Pandagro. Jetzt denken sich wahrscheinlich viele, der hat doch bloß 58 Initiative. Der ist doch lahmarschig wie sonst was. Soll er doch mal Trick Room ausprobieren. Kann er ja alles, hat er ja alles. Nee. Warum sollte ich Trick Room spielen, wenn ich Warschall habe? Ich outspeede nicht alles, aber es reicht tatsächlich aus. Ich muss nicht Quajutsu outspeeden. Ich outspeede tatsächlich alles, bis auf Quajutsu und Grilled Cheetah, glaube ich. Weil ich habe mich auf Mega Meditalis gepreppt von der Speed. Und ich kann hier tatsächlich auch Element fahren. Habe zwar dafür kein KP-Investment, aber das brauche ich nicht, weil ich will ihn tatsächlich nur im Late Game drin haben oder halt zwischenzeitlich, wenn ich die Switch Advantage bekomme, um dann halt einen Knockoff zu pressuren oder Parting Shot zu drücken, um sofort wieder rauszuwechseln, um halt mit meinem Togekiss vielleicht Druck aufzubauen oder um mit meinem Taurus Druck aufzubauen. Denn ansonsten ist er halt da. Der macht mit Mülltreffer, falls ich ihn treffe, der nimmt viel nach Hops, Knockoff oder Superpower, nimmt sein restliches Team gefühlt auseinander und Parting Shot ist halt, um rein theoretisch auch noch um auszuwechseln. Und Iron Fist spiele ich halt um, ich glaube Iron Fist, ich hätte wahrscheinlich ich hätte eigentlich irgendeine Fähigkeit spielen können, aber ja, er hat keinen Ghost-Type, deswegen brauche ich halt keinen Auflust. Ich habe jetzt Iron Fist genommen, weil es halt am logischsten war für mich, obwohl ich glaube ich alle drei nicht so gebraucht hätte. Überbrücken hätte ich wahrscheinlich irgendeine andere Fähigkeit mit überbrücken können, die ich vielleicht brauche ich gegen jetzt, ach keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich habe einfach Iron Fist genommen, weil ich dachte, also mir gesagt habe, ja, Knockoff wird ja geboostet, aber ich glaube Knockoff ist der einzige Schlagmove, der nicht getroffen wird, also der nicht geboostet wird durch Iron Fist, aber egal. Ja, was ist mit Pandagro? Ich hoffe, der wird treue Dienste erweisen und vielleicht mal noch ein paar mehr Kills bekommen, als sie ja schon hat. Aber ja, wir werden ja sehen. Und zu guter Letzt habe ich noch mein Live-Taurus. Das erste Mal dabei tatsächlich. Das erste Mal. Wir haben noch 11 Spieltage insgesamt. Wir sind beim 8. Und das erste Mal habe ich Taurus dabei. mit einem sehr interessanten Split und Moveset. ja, Taurus ist halt eine Wundertüte. Weil Nidoking ist langsamer als Taurus. Ist zwar stärker, aber Taurus hat ähnlichen Movepool als Nidoking. Und deswegen spiele ich Taurus, weil es tatsächlich schneller ist. Und ich hier ein Element. Nee, tatsächlich kein. Ich bin schneller als ein Element Medicham auf jeden Fall. Weil ich meiner Meinung nach nicht. Ach, ich weiß warum. Ich bin gespeedcreept auf ein gespeedcreeptes Medicham. So, Problem ist, ich glaube, wir werden so oder so auf dem gleichen Speed sein. Also sprich, wir werden Speedteil sein, aber rein theoretisch. Wenn er, glaube ich, Adam. Na, wobei. Ich habe 319 Speed. Ich bin schneller als ein 95er. Ich wollte schneller als Kyurem sein, aber meint. Dadurch bin ich halt auch schneller als Element Medicham. So. Und hab hier Full Attack, weil. Er wird nicht genug Schaden machen gegen Kyurem, sage ich jetzt schon. Es reicht nicht als Jolly. Adamant hätten maximal 70% gemacht. So mache ich 65 oder so. Oder 64. Also schon ein Unterschied. Also ist natürlich Max Damage. Min Damage knapper tut oder so. Rock Climb als Step, falls ich ihn auch nutzen will und auch treffe, heißt das. Wird guten Schaden machen.
Ansonsten braucht Taurus halt sehr viel Support von Tarnsteine, denn Feuersturm ist dazu da für Scherox. Ja, wir haben relativ wenig für Scherox mit, aber es wird ausreichen, weil Feuersturm bei 112 Special Attack Investment. Er hat zwar nur 40, aber wie gesagt, Feuersturm wird ja geboostet durch Ruhrgewalt plus noch Lebenorb plus die Fähigkeit von Feuersturm halt wegen Ruhrgewalt. Macht das halt schon sehr guten Schaden. Und dann haben wir noch zu guter Letzt Eisstrahl für Donphan. Weil Donphan hat nur 60 Spezialverteidigungsinvestment mit einer Basis-KP von 90, glaube ich. Und das Investment ist tatsächlich so, weil es der First Death ist mit Full HP, ist es ein Two-Hit mit Life Orb und daher auch das Investment und das naive Wesen. Ganz logisch. Ja, und die restlichen 8 habe ich halt einfach so investiert, um die irgendwo zu haben. Ich hätte sie in der KP investieren können, ich hätte sie halt auch überall investieren können. Deswegen habe ich sie einfach in eine Spezialverteidigung investiert, um da ein bisschen besser aufzustehen. Ja, dann war es das tatsächlich. Diesmal wieder ein bisschen länger. Ich hoffe, das hat euch diesmal besser gefallen. Außer, dass ich Weingummis neben, also Gummibärchen nebenher gegessen habe. Oder ja, gegessen habe. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Viel Spaß mit dem Kampf, der morgen kommt. Gegen Kai, Gildane. Und würde ich sagen, haut da rein und ciao.